In diesem Video geht es um den Handgelenkseinsatz beim Treiber und bei den Eisen. Und dieses coole Gerät ist auch dabei. Also bleibt dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bausig von Progressive Gold Video. Und dieses Video ist das erste Video von einer sechsteiligen Serie über den Handgelenkseinsatz beim Golfschwung. So, ich möchte dir ganz kurz den Star dieser Serie vorstellen. Das ist ein Handgelenksensor von der Firma Hackmotion, den ich mir vor kurzem besorgt habe und jetzt seit ein paar Wochen damit ja, wirklich erfolgreich unterrichte. Und mit diesem Gerät werden wir jetzt dann die ganzen Messungen durchführen. Ja, was du vielleicht nicht wusstest, ist, dass ich in meiner Jugend zu den ja, mehr oder weniger besten Golfern in Europa gehört habe. Ich war auch in der europäischen Jugendauswahl, bevor ich dann Profi geworden bin und dann auf der Challenge Tour ein paar Jahre gespielt habe und auf anderen internationalen Profitouren. War leider nicht ganz gut genug und bin sehr froh, dass ich heute unterrichten darf. Aber was ich damit sagen will, ist, ich denke, dass meine ganzen Bewegungen gut genug sind, um eine Idee zu bekommen, was Profis mit den Handgelenken beim Golf so machen. Ach übrigens, in meinem Kanal geht es um Golf und um darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du in Zukunft nichts versäumen möchtest, dann bitte ich dich, meinen Kanal zu abonnieren und die Aktivierungsglocke daneben anzuklicken, damit wir uns in Zukunft eben nicht mehr versäumen. Damit wir verstehen, was mit den Handgelenken überhaupt passiert, müssen wir leider ganz kurz einen Anatomiekurs machen. Aber ich halte es hier ganz kurz, keine Angst. Das hier ist ein flacher Handrücken. Wenn man in diese Richtung beugt, ist das eine Palmarbeugung. Wenn man in diese Richtung beugt, ist es eine Dorsalbeugung. Ich merke mir das deswegen, weil im Englischen heißt die Handfläche Palm, das heißt Richtung in diese Richtung, heißt dann Palmar. Dorsi heißt im Lateinischen hinten. Das ist hinten dorsal, okay? Das ist das erste. Jetzt gibt es noch das radiale Winkeln und das ulnare Winkeln. Der Radius ist der obere Unterarmknochen und der Ulnar der untere. So merke ich mir das. Also das ist Radialwinkeln, Ulnarwinkeln. Ja, das Lustige ist, dass diese vier Bewegungen Radial, Ulnar, Dorsal und Palmar irgendwie miteinander verbunden sind. Und zwar ist es meistens so, wenn man radial winkelt, also hinauf winkelt mit dem Handgelenk, dann sieht man sehr häufig auch, dass das Handgelenk auch mehr dorsal wird. Okay? Und wenn man mehr ulnar winkelt, dann sieht man, dass das Handgelenk gerne gebeugter wird. Das ist sehr wichtig zu verstehen, weil wenn man nämlich zum Beispiel im Abschwung mehr radial werden will und dabei sein Handrücken beugen will zum Beispiel, bedeutet das, dass das Handgelenk eigentlich ja das machen will. Das heißt, man muss unfassbar viel Kraft in die Gegenrichtung geben und deswegen ist es dann oft so bei den Handgelenken, wenn man glaubt, man macht etwas und man misst es dann nachher beim Sensor, dann sieht man dann sehr häufig, dass es gar nicht passiert ist oder in dem Ausmaß nicht passiert ist. Auf alle Fälle misst dieser Hackmotion Sensor genau diese vier Bewegungen und die werden uns dann nachher helfen, die Bewegungen, die ich mache, besser zu analysieren. So, dann schauen wir uns das Ganze mal hier an, was beim Eisenschlag passiert ist. Und du kannst sehen, dass ich bei der Adressposition 25 Grad, links oben steht Adress, 25 Grad dorsale Beugung hatte. Am Ende des Aufschwungs, also wenn ich hier oben war, habe ich 3 Grad verloren, also hatte nur mehr 22 Grad. Und im Treffmoment siehst du die Zahl 9, das heißt, ich habe diese, ja, von diesen 25 Grad, die ich am Anfang hier hatte, im Treffmoment nur mehr ca. 9 Grad, das heißt, mein Handrücken war mehr oder weniger flach.
Ja, und weiters hatte ich 34 Grad mein Handgelenk ulna in diese Richtung gewinkelt. Das ist ja die Ausgangsstellung. Wenn ich 34 Grad runtergehe, das war meine Ausgangsstellung im Setup. Dann siehst du oben in der Aufschwung habe ich dann Grad und Grad, bin ich ein bisschen radial geworden. 8 Grad habe ich zusammengebracht und habe fast das Gesamte wieder verloren bis zum Treffmoment. Das heißt, ich habe dann im Treffmoment 32 Grad ulna wieder gehabt. Ja, und beim Treiber war das ja sehr ähnlich. Da hatte ich nur 19 Grad dorsal am Start. Oben hatte ich 15, das heißt, ich habe den Winkel mehr oder weniger gelassen. Und dann im Treffmoment habe ich wieder etwas verloren, weil ich dann mit 7 Grad im Treffmoment drinnen. Das heißt, es ist sehr typisch, wie du sehen kannst, dass die Pros mit einem Dorsalwinkel anfangen und dann im Treffmoment deutlich weniger haben. Das ist jetzt nicht nur bei mir so, sondern wirklich bei allen Golfprofis. Ich behaupte, dass alle Golfprofis im Treffmoment ihre dorsale Beugung, die sie am Start haben, verlieren. Das heißt, es ist sehr, sehr typisch, dass ca. 20 Grad verloren werden und die kommen mehr oder weniger mit einem flachen Handrücken in den Ball rein. Das ist nicht nur bei mir so, sondern auch bei den Besten der Welt. Du hast hier noch einen Graphen, wo du nochmal das Ganze ansehen kannst. Wenn die Hand dorsal gebeugt ist, ist der Graph im Positiven. Du siehst hier bei der Adressposition eben wie ungefähr bei 20 Grad. Dann, bis ich in der Aufschwung bin, habe ich etwas verloren. Dann geht es im Abschwung noch einmal ganz kurz Richtung dorsal, bevor ich das dann wieder verliere. Und das Interessante ist, dass nach dem Treffmoment oder in der Treffmomentsphase passiert Folgendes, dass ich jetzt hier das Handgelenk, ich bin zwar gebeugt hineingekommen, aber habe in der Treffmomentphase angefangen, blitzschnell das Handgelenk in diese Richtung zu bewegen. Das Timing ist hier sehr, sehr wichtig, weil wenn man das zu früh macht, wie es die meisten Hobbygolfer machen, ist das fatal. Aber bei mir hat das ganz genau gepasst. Ich bin reingekommen mit einem Handrücken, der ja nicht gebeugt war, aber fast gebeugt war, und habe dann das wieder aufgelöst. So, und jetzt noch ganz kurz zu der Geschichte mit Radial und Ulna. Ich habe hier diese blaue Linie, die das genau das repräsentiert. Alles, was ein positiver Wert ist, bedeutet, dass ich radial gewinkelt habe. Wenn es der Graph hinuntergeht, bedeutet das, dass ich ulna gewinkelt habe. Und du siehst, dass ich bei der Adressposition eben ulna beginne. Dann in der Aufschwung habe ich dann einige Grad radial, so ca. 6, 7, 8 Grad. Und dann, wenn du schaust, passiert Folgendes. Jetzt geht das Ganze noch einmal in diese Richtung. Das ist dieser sogenannte Lag, den ich erzeuge. Und ich mache das so extrem, dass ich sogar es nicht schaffe, meinen Handrücken flach zu lassen. Und mein Handrücken geht sogar in diese Position zurück. Gott sei Dank habe ich gelernt, dass ich dann das Ganze so gut auflöse in diese Richtung, dass dann das Handgelenk auch in diese Richtung arbeiten beginnt. Und ich bekomme dadurch eine gute Impact Position. So, gehen wir das Ganze noch einmal genau durch. Bei den Eisen und beim Driver, also bei allen vollen Schlägen, habe ich Folgendes gemacht, beziehungsweise ist es sehr, sehr typisch, was die Pros machen. Sie beginnen mit einer dorsalen Beugung. Wenn sie Ende Aufschwung angekommen sind, sieht man, dass das Handgelenk bereits einigermaßen flach ist oder leicht dorsal gebeugt oder sogar palmar gebeugt. Alle drei sind möglich. Dann im Abschwung beginnen die meisten Pros sofort mit einer Beugung des Handgelenks Richtung palmar. Im Abschwung habe ich zwar ein klein wenig zuerst Richtung dorsal mich bewegt. Das liegt daran, weil ich das Handgelenk so extrem stark läge, also so stark Radialwinkel. Aber man sieht meistens bei den Pros, dass sie hier eher zum Beugen beginnen. Und sie kommen dann gebeugt in die Treffmomentzone hinein, bevor dann blitzschnell das Handgelenk wieder Richtung dorsal sich bewegt. Und dann, wenn sie dann hier nach dem Treffmoment sind, also hier, sind sie bereits vollkommen in dieser Position bereits dorsal gebeugt.
Was ich noch anmerken möchte, ist Folgendes, und zwar der Grund, warum so stark gebeugt wird. Das hat nämlich zwei Gründe. Erstens einmal, durch das Beugen des Handgelenks schließt sich die Schlagfläche früher. Kannst du sehen, wie die Schlagfläche hier steht? Wenn ich das nicht machen würde, sondern sogar andersrum, dann würde die Schlagfläche offen sein. Ich würde Probleme bekommen, den Ball gut zu treffen. Das heißt, die Pros sind meistens deswegen hier schon gebeugt, damit die Schlagfläche hier schon geschlossen ist und damit sie eigentlich dann nur mehr sich mehr oder weniger drehen müssen und nicht mehr mit den Händen zu stark herummanipulieren müssen. Der zweite Grund ist es, wenn ich hier gebeugt reinkomme in die Treffmomentzone, habe ich auch etwas mehr Vorwärtsschaftneigung und das reduziert den Loft des Schlägers und das hilft, dass man dann knackige Schläger machen kann mit weniger Rückwärtsstrahl. Kommen wir zur Frage des Tages. Mich interessiert, ob du schon irgendwann einmal in deiner Golfkarriere versucht hast, deine Handgelenke im Schwung zu manipulieren. Bitte kommentiere hier unten in der Kommentarsektion. So, das war das erste Video zu der sechsteiligen Serie der Handgelenkseinsatz beim Golf. Und bevor ich dir jetzt sage, worum es im zweiten Video geht, bitte ich dich zuerst, dass du vielleicht meinen Kanal abonnierst und die Notifikationsglocke daneben drückst, damit wir uns in Zukunft nicht versäumen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm bitte einen Daumen hoch. Und beim zweiten Video geht es dann um den Handgelenkseinsatz beim Chippen und bei den kurzen Schlägen rund ums Grün. Sicher ein spannendes Thema. Also ich hoffe, wir sehen uns dann drüben beim nächsten Video. Tschüss.